Die Schüler von Felix Schaumburg an der Gesamtschule Wuppertal könnten im digitalen Glück leben. Ihr Lehrer ist engagiert, innovativ, betreibt einen Lehrerblog und nutzt seinen Tablet-PC zur Unterrichtsvorbereitung. Dennoch stehen er und seine Kollegen jeden Morgen Schlange am Kopierer, weil das Urheberrecht das so will. Nur der Papierabzug ist erlaubt, digitale Kopien aus Schulbüchern dagegen streng verboten. Felix Schaumburg sieht sich dadurch in seiner Freiheit zur Unterrichtsgestaltung eingeschränkt. Die neue Gesellschaft fordert Kreativität und Engagement. Leute, die organisieren können, die kommunizieren können, die netzwerken können. Und nicht Schülerinnen und Schüler, die im Gleichtakt, zur gleichen Zeit, den gleichen Text im Unterricht lesen. Für die Schüler ist der Umgang mit Smartphone und Internet so selbstverständlich, dass sie digitale Medien im Unterricht spontan und kreativ nutzen. Zum Beispiel, wenn ihr Lehrer ein Gedicht von Bertolt Brecht vorstellt. Per YouTube. Bei der Besprechung haben einige Schülerinnen und Schüler plötzlich wortwörtlich aus dem Video zitieren können. Und ich war etwas erstaunt, weil ich gedacht habe, woher kennen die das denn? Und der Schüler meinte dann verdutzt, natürlich, ich habe doch im Internet geguckt, wir haben doch noch die Rechner. Wir schneiden sie in der Schule viel zu oft von ihren externalisierten digitalen Speichern ab, die sie eigentlich zu Hause überall verwenden, um in der Schule eine künstliche Situation zu erzeugen. Von Rip, Mix und Copy an den Schulen keine Spur. Das Schulbuch ist in den Klassen Weiterlernmedium Nummer 1. Unveränderbar, analog und das Gegenteil von interaktiv. Doch die Politik stärkt den Verlagen den Rücken. Auf Beschluss der Kultusministerkonferenz sollte ein sogenannter Schultrojaner sämtliche Schulcomputer überwachen und nach Raubkopien absuchen. Lehrer sahen sich ausspioniert und pauschal verdächtigt. Die Gewerkschaften protestierten heftig. Mit Erfolg. Seit Mai sind die Pläne erst einmal vom Tisch. Na, das war natürlich sehr schön für uns, weil wir klar gemacht haben, dass es so einfach nicht geht. Und also eigentlich ein völlig unmögliches Verfahren ist. Mit dem Aus für den Schultrojaner ist das Grundproblem nicht gelöst. Lehrende und Lernende brauchen eine Reform des Urheberrechts, Rechtssicherheit und eine tragfähige, praxistaugliche Lösung, meint die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Wir sind auf jeden Fall auch der Auffassung, dass die Interessen der Urheber geschützt sein müssen. Und zwischen diesen beiden Interessen muss ein Weg gefunden werden, dass es quasi eine pauschalierte Abgeltung gibt, auf die sich dann die KMK mit den Urhebern einigt. Die Lehrkräfte müssen die Möglichkeit haben, wirklich auch alle modernen Lehr- und Lernmittel im Unterricht zum Einsatz zu bringen. Die Schulbuchverlage erkennen, dass sie mit der rechtlichen Brechstange nicht weiterkommen. Denn das Leitmedium Schulbuch wird interaktiv, weiß auch Cornelsen-Geschäftsführer Wolf-Rüdiger Feldmann. Die Nutzungsbedingungen für den digitalen Einsatz müssten daher zukünftig einfach und eindeutig formuliert sein. Wir werden noch im Sommer mit der Kultusministerkonferenz zu neuen Vereinbarungen kommen, die diese Rechtssicherheit schaffen, die den Einsatz auch von analog in digital umgewandelten Medien für Lehrerinnen und Lehrer einfach machen, transparent machen, klar machen. Für uns steht im Vordergrund die Nutzbarkeit unserer Materialien unter gleichzeitigem Schutz der Urheberrechte. Und wir sind sehr sicher, da sehr praxistaugliche Lösungen für die Zukunft anbieten zu können. In der Zwischenzeit helfen sich die Lehrer selbst und veröffentlichen Materialien wie Arbeitsblätter unter freien Lizenzen. Felix Schaumburg engagiert sich für das Projekt Open Educational Resources, wo es darum geht, eine Systematik für diese Lerninhalte zu finden. Einen Schritt weiter geht das polnische Projekt Digitale Schule. Hier sollen ganze Schulbücher neu und unter CC-Lizenz veröffentlicht werden. Inhalte und Werke können dabei frei vervielfältigt, verändert und sogar kommerziell genutzt werden. In Polen ist gerade ein guter Zeitpunkt, um über Offenheit und Transparenz zu sprechen, da unser Informationsfreiheitsgesetz letztes Jahr geändert wurde. Das Programm Digitale Schule fördert neue Modelle und Ansichten zum Thema Schulbuch. Die größte Herausforderung besteht darin zu beweisen, dass öffentlich finanzierte und produzierte Inhalte genauso hochwertig sein können wie kommerzielle Werke. Einige Lehrer kritisieren den Einsatz digitaler Lernmaterialien und bemängeln die fehlende Qualitätssicherung.
Für sie bietet das traditionelle Schulbuch Sicherheit in der Unterrichtsgestaltung. Diese Internetskeptiker bewahrt das geltende Recht aber auch davor, sich mit der digitalen Realität auseinandersetzen zu müssen. Denn ein Unterricht mit offenen Materialien und Strukturen könnte das System Schule grundlegend verändern. Und das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern. Ich kann einen Lehrer nicht schulen, mit Twitter oder mit Google zu lernen, sondern er muss den Sinn dahinter verstehen. Und das ist eben der Punkt, der neu ist an dieser digitalen Welt. Ich muss authentisch sein. Es geht bei der Frage, ob man eine Seite aus einem Schulbuch digital kopieren darf, also längst nicht mehr nur um das Urheberrecht. Es geht um das System Schule und die Chance, den Schülern neue, wesentliche Kulturtechniken beizubringen.